So, ich hoffe, man versteht was. Ich fahre da jetzt gerade in der Biodieffläche. Haben wir gestern gemäht. Und ich fahre jetzt nach bewährter Methode mit ganz wenig Drehzahl relativ schnell und tue die gemähten, mit Aufbereiter gemähten Schwaden nur umsetzen bzw. aufhalten. Dasselbe habe ich morgen und übermorgen eventuell auch noch mal vor, dann wird es gepresst. Aber jetzt schauen wir es trotzdem kurz an. So schaut das jetzt aus. Hinterm Kreisel her liegt ganz luftig da. Heute ist Windstück, gestern ist ja ein brutaler Sturm gegangen. Nachmittag beim Mann. Man sieht da bei der Luzerne und auch beim Rotklee, da sind schon noch jede Menge Blauen dran, beziehungsweise ist das sicher da eine Pflanze, die irgendwie nachgewachsen ist. Aber prinzipiell ist das natürlich ein tieres Stängelzeug, fast wie Stroh. Rockle da in der fast Zusammenreife, Luzerne eher. Was man sieht, sind die Stängel von der, in dem Fall Wegwarte, also das heißt Zichorie, Futterzichorie oder wie auf dem Etikett steht, aber das ist ja offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, muss ich mal erst ergoogeln, was das eigentlich ist. Aber die Blüten schauen aus, oder die Pflanzen schauen aus wie eine Wegwarte. Dann, was wir auch da haben, ist der Steingle in Samenreife. Das kann ich jetzt nicht gut filmen mit einer Hand. Da sehen wir die Steingle-Samen. Und die dritten dicken Stängel, die wir haben, sind die geliebten Malven. Wirklich das Unnötigste vom Unnötigen. Finde ich jetzt. Nein, das ist wieder die Weg. Da sieht man die Blüte, schaut von der Wegwarte bzw. Zichorie. Malve finde ich jetzt keine. Aber was will ich sagen? Ich bin überzeugt, dass es ganz wichtig ist für die Biodiversität, gegen die Verunkrautung, für Humusaufbau, dass man das sehr wohl wegführt. Und warum sage ich das auch bei der Biodiversität? Die das mulchen, wenn man die Flächen anschaut, jetzt nach 2 Jahren teilweise, wie die ausschauen, du hast einfach durch das Mulchen das Problem, du tust erstens einmal sämtliche Insekten schreddern, du tust Matten auf den Boden legen und das erstickt da drunter einfach. Ich meine, da ist auch eine Matten, weil natürlich die Stoppeln dementsprechend lang sind, weil das ist ja schon vor Monaten ins Lager gegangen. Aber trotzdem kommt da sofort wieder Licht und Luft am Boden, wenn das jetzt in 3 Tagen weg ist. Und man sieht, da wachsen die Pflanzen schon wieder. Luzerne, Klee, da ist eine Malve und so weiter. Und deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass das, was Insekten, was Diversität anbelangt, der gescheitere Weg ist, wenn man das, auch wenn es jetzt natürlich von der Qualität her nur mehr oder weniger Futterstroh ist, maximal, dass das wegkommt. Weil damit habe ich dann wieder einen Anreiz, dass die Leguminosen Stickstoff sammeln und produzieren. Da liegt kein Matten drauf, wo es drunter da stickt. Ihr müsst euch das einmal anschauen, unter so einer Matten von so einer gemulchten Tifffläche, wie es dort jetzt ausschaut. Ich meine, wenn trockene Bedingungen sind, dann passt es eh noch. Aber wenn da oft so eine nasse Matten draufgelegt wird, das muss man mal aufheben und einmal drunter schauen, was da drunter los ist. Also außer Schimmel nicht viel. Die Insekten, die vielleicht das Mulchen überlebt haben, die finden das nämlich in Wirklichkeit auch überhaupt nicht cool. Alles in allem muss man sagen, wird es hoffentlich nächstes Jahr eine Verbesserung geben in die Richtung, dass man solche Flächen beweiden darf, dass man die Tiefflächen beweiden darf. Die Spielregeln dafür werden noch festgelegt. Die Beweidung ist ja momentan der große Buhmann, aber in Wirklichkeit wissen wir alle, Beweidung darf wirklich Diversität fördern. Alles, was wir da jetzt machen, ist eigentlich Kindergarten und ist eigentlich nicht wirklich der Diversität dienlich. Es ist eine Ressourcenverschwendung.
Und mir kommt inzwischen vor, einfach eine geile Chance, wo man Fördergelder wieder zurückholen kann, weil die Fallstricke einfach dermaßen viel sind, dass keiner mehr durchsteigt. Und apropos Fallstricke, man darf ja 25% der Tieffläche schon vor dem 1. August mähen, aber maximal zweimal. Und eigentlich darf man Tieffläche nicht befahren. Jetzt ist mir der Lohnunternehmer in der bereits zweimal gemähten Tieffläche dort am Ende umdraht. Die darf aber gar nicht befahren. Jetzt habe ich da voriges Jahr schon von der AMA die Auskunft gekriegt, dass man das natürlich nicht darf, sowas. Frage, kostet es jetzt den Kopf? Ich meine, ihr seht es mir nicht, aber ich zwinker gerade. Wir haben es einfach wirklich weit gebracht. Und diese Fallstricke, die werden noch einigen zum Verhängnis werden, da bin ich überzeugt. Nicht jetzt, nicht im ersten Jahr, nicht im zweiten Jahr. Die Effizienz ist doch viel größer, wenn man am Ende von einem Verpflichtungszeitraum die Leute dann wirklich herkaniefelt. Da kann man dann richtig Geld zurückholen. Mal schauen.